Ja, da sind wir zurück. Mir ist der Name vorhin nicht eingefallen, weil wir so viele Leicas haben. Es gibt tatsächlich einen Titel, der Leica heißt mehrfach. Hier ist es der Untertitel Aged Through Blood. Der Name ist hier wirklich Programm, muss man leider sagen, weil ich finde auch, wir haben gerade noch mal kurz diskutiert, dafür, dass es halt recht blutig ist, am Ende könnte es schwierig sein, das für manche Altersgruppen durchzukriegen, finde ich. Aber spielerisch ist es dabei gar nicht so ernst. Also so ja, ernst schon, aber also wir werden es gleich mal sehen. Es nimmt sich schon ernst, weil es ja auch eine ernste Thematik ist, also auch viel mit Verlust und so arbeitet, aber nimmt sich an manchen Stellen dann doch vielleicht nicht so ernst, wie man erst meinen würde. Also es hat schon eine gewisse humorvolle auch Einlage, aber es ist schon teilweise hart. Ja, stimmt schon. Ja. Kurz ein paar Rahmeninfos. Wir haben das Spiel wurde von Brainwash Gang oder wird noch von Brainwash Gang entwickelt, wird über Head Up vertrieben. Du hattest ja auf der Gamescom den Termin dazu, zum Glück. Für mich war das jetzt komplett neu. Ich habe deswegen war ich komplett unbefleckt in das Spiel reingegangen. Hab mir ein bisschen natürlich, ich habe direkt gespielt, ohne überhaupt zu wissen, was es geht. Ich finde, nett in der Demo merkt man, du wirst auch langsam eingeführt, aber du hast noch nicht so ganz verstanden, warum. Das kommt wahrscheinlich erst und wir wissen auch das Ende nicht, wieso das so ist. Aber was wir halt sagen können, und wir müssen dazu auch sagen, die Entwickler sprechen da selber nicht so viel drüber, bei Steam gibt es ungefähr so viel darüber. Ja. Deswegen können wir nur kurz zusammenfassen, was es erstmal thematisch ist. Man wird es aber im Stil erkennen. Western-Elemente, postapokalyptischen Szenario, kann man sagen. Mhm. Und Motorvania, also sprich ein fahrendes Adventure, wenn man so will. Ja, das ist so eine eigene Kreation. Das ist eine eigene Kreation. Wird man auch gleich sehen. Es geht darum, dass man Mitglied eines Stammes ist, der Kojoten, soweit ich weiß, die von den Bewohnern unterdrückt werden, da wo sie halt wohnen. Und aufgrund von Verlusten und auch beziehungsweise von einem persönlichen Rachefeldzug der Mutter Kojote, also der Stammführerin, gibt es wohl einen ganz großen Rachefeldzug, um sich ein Stück weit alles wieder zu holen, was man den Kojoten genommen hat. Ja, so kann man das zusammenfassen, glaube ich. Und wie das Ganze gleich spielerisch aussieht, gucken wir mal. Wenn du aber mehr weißt an Eckdaten, die hier nicht drauf sind, gerne sagen, weil ich kann da nur tatsächlich auch nicht wirklich mehr. Also der Termin von der Gamescom, das war halt so ein Sammeltermin, wo wir so das Head-Up-Games-Line-Up kennengelernt haben. Leica war da nur so ein kleiner Slot, da haben wir es auch noch nicht selber spielen können. Das heißt, auch durch die Demo auf Steam habe ich es dann tatsächlich das erste Mal gespielt. Aber ja, dieses Motorvania ist wirklich so eine eigene Kreation, weil es schon im Kern ein Metroidvania ist. Aber halt dieses Motorrad als ganz zentrales Kernelement des Spiels hat. Ne? Also, dass du halt dich zum einen damit bewegst, aber eben auch die Kämpfe ausführst. Also, ja. Das heißt, du kannst das als Schild benutzen, um dich vor Angriffen zu schützen. Du kannst schießen, klar, das machst du nicht mit dem Motorrad, aber du kannst nachladen, indem du zum Beispiel einen Backflip machst. Und solche Kniffe, da kann man schon mal sagen, man hat ein Motorvania. Ja, ist auch teilweise gar nicht so einfach, muss ich sagen. Können wir gleich mal reinschauen. Am besten mal kurz in die Szene rein, dann schauen wir schon mal nach, wie das Spiel dann aussieht. Wir haben jetzt gleich das Hauptmenü, auch nett gemacht, man sieht es direkt. Ich drücke mal direkt Start und springe mal ein neues Spiel. Netterweise haben wir gar keinen Spielstand hier, was sehr gut ist. Mal gucken uns einmal den Anfang an, der auch jetzt nicht lange dauert. Man fängt halt mit einer kurzen Story an. Und ich mag den Artwork-Style auch, es ist endlich ein bisschen voll. Halb-Comic. Halb obwohl es dann in-game ja nochmal so ein bisschen anders aussieht. Eben. Ne? Ich habe das erstmal gesagt, so Hill-Climb-Racing. Manche würden sagen, wie du hattest gerade gesagt, Trials. Bei Trials. Würde ich auch sagen. Also wir haben jetzt hier diesen Charakter, wo wir jetzt mal hingehen müssen. Dann gehen wir jetzt hier und drücken mal Y. Mami, miau, Mami. Die Vögel halten Cousin Pucci aufgehängt. Also, ja, also wenn der vierte Satz oder so, ja, Puschis Bauch war ganz aufgerissen ist, dann weiß man, worauf man sich hier einlassen darf. Ja, man merkt schon, dass da was passiert ist. Und werden wir auch gleich sehen. Also das geizt nicht mit, damit harte Szenen zu zeigen. Genau, das haben wir kurz mal eingetriggert. LZ finde ich interessant, diese Belegung. Ich hoffe. Ah. Ja, ist nämlich auch wieder. Okay. Ich werde einfach mal Gas geben. Er sagte, ich soll
Für mich ist es eigentlich komplett vertauscht, das Gas geben, das Bremsen gerade. Ja, man kennt es ja eigentlich eher immer auf RT oder beziehungsweise generell auf den rechten Trigger Gas zu geben, anstatt dem linken. Ne? Das ist ja immer das Gegenteil, das ist ja eher Bremsen. Ja, eben. Balanciere deinem Motor mit L. Mal gucken, ob wir das machen können. Ah, guck mal, können wir. Und da müsst ihr beim Spiel wirklich aufpassen. Also, das sieht so, das ist nicht leicht. Nee. Am Anfang, gerade hier. Wir machen mal, wenn du es mich zu schnell machst. Ja. Also. Da bin ich auch das erste Mal gestorben an der Stelle tatsächlich. Weil wenn du dann wirklich einen Kusselkopf machst, dann ist ganz schnell Game Over. Ja. Und allein durch sowas ist es halt schon irgendwie humorvoll, ne? Weil er dann teilweise schon sehr lustig aussieht. Ich dachte mir auch so, muss man das machen? Oder ist das nur Deko mit diesen Backflips und so? Aber und hier, manchmal schaffe ich gar nicht so schnell auf die Knöpfe zu drücken im richtigen Moment. Ich habe das Gefühl, das läuft einfach von der Zeit her zu schnell ab, während man fährt. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das einstellen kann, dass das vielleicht ein bisschen langsamer ist. Boah. Ah, ich bin nur aber oben geschafft, okay. Aber richtig spannend wird das gleich, wenn dann ja. Auch hier so mit einmal rumdriften. Wir versuchen auch noch dahin zu kommen. Ja, das kommt ja relativ schnell schon im Spiel. Ich glaube, jetzt sogar schon. Wow. Da ist ein bisschen Blut am Boden. Jetzt müssen wir da hingehen und uns das mal angucken. So, und jetzt sehen wir gleich schon eine harte Szene. Wow. Das ist aber nicht die raushängenden Gedärme, oder? Das erinnert so ein bisschen an Happy Tree Friends. Ja, ich habe jetzt hier die Musik im Kopf, ey. Keine Spur von ihm, oh krass, okay. Und ich finde es auch, aber dieses Rumlaufen ist wirklich nur ein ganz kurzes Element, ne? Ja, also man bewegt sich wirklich auf dem Motorrad immer fort, ne? Ja. Aber wenigstens Safety first, Helm zuerst. Richtig. So. Und da sind wir gestorben. Da bringt doch der Helm nichts, wenn du dir das Genick brichst. Ja, aber ich glaube, ich wollte eigentlich drehen, aber das ging wohl auch nicht. Ah, jetzt guck mal, halte gedrückt in der Motorrad. Okay, jetzt kann ich wieder driften. Wow. Ja, aber hier geht's nicht weiter, so. Okay, falscher Knopf. Und dann wird das richtig krass, wenn du das teilweise in der Luft machen musst, um dann an gewissen Stellen halt die Kurve zu kriegen, ne? Wow, okay. Ja, genau, da musst du nämlich auch schon... Yeah. Ich weiß schon, dass ich da nicht lang kam, deswegen fahre ich mal runter. Drücke und zum Bremsen. Also witzigerweise geht das Bremsen auch. Das war auch ein geiler Move, komm, das musst du sagen. Ja, also jetzt musst du nur sagen, dass das auch geplant war. Nein, das war nicht geplant. Also schon, dass ich wusste, okay, ich will mich jetzt nicht umbringen, was mache ich jetzt? Ich glaube, das ist... Das ist falsch rum. Ja. Nee, das war, glaube ich, schon richtig da rechts runter. Okay, Safety first. Also ja, Safety first. Genau, Knopf drücken. Deine Mutter ist jetzt zurück. Ich brauche nichts, mich. Da bin ich, glaube ich, gar nicht hochgefahren, oder? Dürfen die Vögel nicht verärgern. Nee, du musst da links runterfahren. Oh, gute Fahrer, genau. Oder? Und wieder Seitenwechsel. Falscher Knopf. Ey, Belegung ist ja echt anders, ey. Ich habe das auf dem Rock Alley gespielt. Aber hast du im Prinzip dann die gleiche Belegung, oder nicht? Aber irgendwie hieß es nicht LZ, sondern Rare Trigger. Ganz normal bei Xbox. Er hat LZ gesagt. Achso, war da falsch rum. Die Tür erstmal die Tür aktivieren, genau. Und das hier so später mit diesem Hochfahren hier, das ist, glaube ich, das erste Mal mit dem Vorderrad, genau. Genau. Drücke L und muss er. Und da bin ich so, warum fährt der nicht nach oben? Warum? Ja, und muss ich nach oben oder nach hinten drücken, weißt du? Ja, also du musst noch, ich glaube, nach oben, ne? Und oder nach hinten. Und aufpassen, dass man nicht auf. Wer umfällt. Aber ich finde auch dieses Zaun, bam, dieses Knall des Motors total geil, diesen Bam, Bam. Ja. Bam, ne? Ich finde das nur manchmal anstrengend, wenn du dann in so einer Passage bist und dann kommen da so Textnachrichten. Oh, ja. Das finde ich dann ein bisschen anstrengend, das dann zu lesen. Levelende. Ja. Die Vögel lauern. Jetzt kommt, glaube ich, auch schon gleich die Einführung mit dem Kampfsystem. Ja. Also das kommt ja alles sehr fix nacheinander. Genau, Militärlager, fahren wir mal durch. Und da schön in die andere Seite. Okay. Da ist wieder Blut am Boden.
Ja, ich finde das schon krass, was für so ein postapokalyptisches Bild das auch so zeichnet. Das ist so untypisch halt irgendwie, dass du Kojoten steuerst auf dem Motorrad in der postapokalyptischen Welt und ja, mit so einem Grafikstil. Absolut, auf dem Motorrad. Ey. Das Schlimme ist, ich muss hier von unten anfangen, weil ja dieses komische Ding da nicht ist. Ja, deswegen immer die Speicherpunkte da mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Weil, ja. Also auch als man in das Kampfsystem eingeführt wurde, also bis man das erstmal so ein bisschen raus hat, wie man absolut sich dann auch mit dem Motorrad bewegen muss, das ist gar nicht so einfach. Wenn man auch aus dem Stand zu viel Gas gibt, kann es sein, dass man sich direkt überschlägt. Da muss man dann auch noch aufpassen. Oder falsch rum fährt, so wie ich jetzt. Also deswegen denkt man vielleicht, wofür muss ich denn hier bremsen? Aber um das Gleichgewicht dann auch teilweise möglichst gut zu halten, ist das nicht verkehrt, das auch mal mit einzubeziehen. Am Anfang muss man das vielleicht noch nicht ganz so oft machen, aber... Und geil ist auch, wenn er komplett rot ist, weil du in die Blutspur reingefahren bist. Die ganzen Spritzer haben gesehen, ist sein Mantel nämlich rot. Ja, das ist ja auch, wenn du... ich glaube, das gibt ja auch irgendwie dann noch so Signale, wenn du dann so ein Salto vorwärts machst, dass du das dann quasi das Blut dann wieder fließt, also dass du wieder sauber bist oder wenn du so einen Backflip machst. Muss ich da hochfahren? War mir gar nicht klar. Musst du nicht nach oben? Ich habe auch gedacht, aber da war doch... Hä? Oh, warte. Ja, falsch gefahren. Schaffen wir noch. Oh, das war ja schon wieder... Das war schon wieder knapp. Wir schaffen es nicht, die ersten Schüsse zu zeigen. Mhm. Aber ich soll einmal rüberfahren und dann. Ach so, ich muss da oben hin, oder? Vollgas. Ja, einmal durch. Ach yo, ja, so war das. Und, wow. Genau. Und dann schnell den Speicherpunkt mitnehmen, wenn er dann kommt. Okay. Und jetzt nach oben. Genau. Oh, wow. Und dann musst du da wieder einmal drin, genau. So. Speicherstand, ja, super. So, Papi will dir was ich sagen. Ich glaube, jetzt wirst du auch gleich ins Kampfsystem schon eingeführt. Ich meine, das töte war jetzt die Passage. Töte die Vogel. Hast du das gehört? Ja, töte. Okay, ja. Ach, Mutter. So. Muss man hier langfahren? Oh. Nein! Oh. Du kannst mit deinem Motorrad Schüsse abwehren, genau. Ah, okay, jetzt kommt das erste Mal. Ja, also wenn dann einer schießt, musst du quasi mit der Unterseite vom Motorrad... Steht übrigens hier auch noch drin, schießen, right trigger. Ich weiß nicht, wann das kommt. Schießen ist das ja... Relativ kurz danach. Ja. Dann findest du... Also... genau. Okay, also... Also ich glaube, beim Anfang musst du nicht mal irgendwas bewegen, da... Nee, musst einfach nur locker bleiben. Oh, ich, aber du ich musst, aber du musst ich mit Vollspeed. Stimmt, ja, genau. Ich mach mal wieder ein bisschen mehr, du hast recht. Und? Ja, genau. Dann können die dir nichts anhaben. Oh. Ey, aber man sieht die ganze Blutspritzer, das ist schon echt extrem. Ey. Das ist schon hart. Und jedes Mal, ich hab's ja verstanden. Oh, ich hab vergessen, nach oben zu drücken. Ich sag euch wirklich, also manchmal... Hast du gedacht, ich fahre die jetzt alle mal um? Ja, komisch, dass das nicht geht, ne? Ja, vielleicht ist das im fertigen Spiel möglich, dass du die umfahren kannst. Oh, jedes Mal, wenn der nach oben fährt... Aber kannst du nicht quasi gegendrücken, dass der mehr Gewicht auf der Vorderachse hat? Ja, in dem Moment, wo du Gas gibst, das ist sehr empfindlich, muss ich sagen. Ja, das stimmt schon. Ja, siehst du. Oh. Aber bringt nichts, wenn ich das jetzt von vorne nochmal mache. Oh. Oh, das war knapp, ey. Ich hätte keinen Speicherstand. Wäre es in Ordnung? Nee, ne? Gibt Krieg ja nicht, ne? Aber klar. Es kam jetzt noch kein Speicherpunkt, ne? Nee. ey. Aber es war schon echt krass. Oh, okay. Ah, da ist ja nichts. Dann gehen wir da rein. Ja, jetzt köpf dich aber nicht wieder. Nee, ich hab's nicht vor. Also, ich fahr mal rückwärts und hol mir den Speicher. Ja, den musst du auf jeden Fall mitnehmen. Aber ich glaube, jetzt kommt sogar der Punkt, wo du dann dein Schießeisen. Und das bekommst. Wird nochmal spielen. Man denkt, oh, das ist ja jetzt gar nicht so schwer. Ja, warte mal ab.
Ach so, warte mal, kann ich da hoch schon? Nee, ne, noch nicht so zu, ne? Ach, da kam ich her. Muss nach vorne durch. Genau. Oder kannst du da nach rechts? Hab ich schon, ja. Genau. Drücke, wenn dein freundliche Schütze. Ach, genau. Ja. Im richtigen Moment drücken. Gucken, ob das dann. Genau, und dann bist du nämlich. Dann musst du einen Vorwärtssalto machen, oder? Genau, weil du jetzt besudelt bist. Weil ich irgendwie mein Move verloren habe oder so. Ach genau. Du musst einen Vorwärtssalto, damit du wieder diesen Konter machen kannst. Aber jetzt habe ich vergessen, ihn auszuführen. Vor lauter Aufregung. Ich muss sagen, also mit den Tastenkombis ist das manchmal aber auch, muss ich erstmal merken. Ja, okay, reflektiert habe ich jetzt verstanden. Ja, ist ein bisschen mehr als bei Cocoon. Das stimmt. Und wenn dann auch noch diese Animation jedes Mal kommt oder diese Sprechblasen. Du bist im Flow und dann kommt diese Kack-Sprechblase. Ja, guck mal. Ah, ich nehme mal wieder so eine. Vielleicht brauchen wir noch mal. Oh. Okay. Also muss ich da jetzt gar nicht hoch? Ach so, brauche ich gar nicht. Nee, du musst jetzt, glaube ich, erstmal nach unten. Weil du jetzt deine Pistole bekommst. Kann man dann nochmal zeigen, wie das funktioniert. Aber auch mit dem Hoch und Runter und so, du kriegst auch einen Knoten im Kopf manchmal. Ja, da hatte ich manchmal auch ein paar Probleme mit, ehrlich gesagt. Das ist so. Wow. Muss ich jetzt da lang? Genau, da. Aber ich höre gerade so, Jakob, du hitzköpfiger Idiot. Lass auf, ja. Ja, dem geht's nicht ganz so gut, dem Jakob. Ja, ich habe ein bisschen bei Heinz im Lager, bei Ketchup geschlafen. Oh, wow, krass. Aber es ist ja echt viel diese Western-Vibes, ne? Richtig hart und ich finde so mit Abschneiden von Sachen oder so richtig Western-mäßig. Ja, ist ja auch das Element davon, ne? Ich hoffe jetzt, ich skippe das mal ein bisschen, textmäßig. Ich will einfach nur, gib mir mal die Knarre zurück. Und jetzt kann ich schießen. Okay. Ja. Wahrscheinlich irgendwie muss ich das auch aufladen. Durch. Ja, ich glaube, du hast zwei Schüsse und halt durch den Backflip kannst du die wieder aufladen. Ja, du musst jetzt das aktivieren. Ach so, hä? Ah, mein Bike, sorry, ja. Drücke. Ja, genau. Das ist gar nicht zum Kämpfen, das ist für. Ja, das ist schon zum Kämpfen. Hä? Sowohl als auch. Gott, ich muss aber sagen, da muss man sich daran gewöhnen, ne? Ja, ich finde, also die Bewegung vom Motorrad, das geht besser mit dem Controller, aber das Schießen ist auf dem PC, finde ich, einfacher, wenn du da so eine Maus hast, weil da kannst du wirklich da so rüberfahren und gleichzeitig fahren, aber man gewöhnt sich da dran, das dauert halt wirklich, das Nach einem 360 Rückwärtssalto in der Luft und dann, also muss ich das auch, boah, Alter, okay. Ich hab doch einen gemacht, oder? Das war ein Vorwärtssalto. Ich muss rücken. Vorwärts war Konter und zurück. Die Regie war. Sagt, dass wir nur noch eine Minute haben. Also die Regie, ich weiß nicht, es geht so schnell alles. Ja, die hat irgendwie, ich weiß auch nicht, er hat Kaffee getrunken, oder? Ein falsches Zeitgefühl habe ich. Das ist richtig, das Red Bull Scheiß gegen, ey. Wir sind in irgendein Zeitraumgefüge, was nicht ganz korrekt ist, glaube ich. Warum weggefetzt? Rückwärtssalto, okay. Komm, einen noch. Bam! Ich feiere das schon extrem. Das tut mir leid. Das ist schon. Ach, ey. Ja, das geizt nicht. Nein, mit Blut auf keinen Fall. Tommy. Ah, du musst gleich nachladen. Wow! Oh, das war mal ein guter Move, ey. Ja. Oh. Der war aber nicht gut. Dicker Vogel, ey. So. Ah, cooles Spiel, finde ich. Find, ja, voll. Ich weiß auch nicht, wann es kommt. Haben die was gesagt zum Release? Weil offiziell ist es nicht bekannt. Wow! Das ist ja okay, demnächst also in 10 Tagen ungefähr. Ja, dann warten wir nochmal auf 10. Das ist schon nicht mehr so lang. Für PC weiß ich. Aber Konsole noch nicht, ne? Nein, PC erstmal. Ich meine, da hatten sie was gesagt. Also ist noch nicht jetzt, glaube ich, konkret.
aber wünscht man sich natürlich. Ah, cool. Ja. Ja. Das war Leica Aged Through Blood. Name ist Programm, wie gesagt. Kann ich nicht oft genug sagen. Mach eine kurze Pause und dann werden wir etwas machen wir Unblutiges. Party. Dann machen Unblutiges. Wir Party. Dann machen wir so eine. So aber eine, auch gewalttätig. Ja, das schon. Teddybärchen-Party machen wir dann. Ja, viel gut. Bis gleich. Bis gleich.